Weiter geht's bei Shapes 2. Und hey, wir haben schon wieder irgendwas erfüllt. Das da. Ha! Zack! Zwei weitere Punkte. Sehr schön. Wir wollen uns jetzt darum kümmern, dass wir diese Formen hier hinkriegen. Also quasi ein gevierecktes und ein gekreiseltes. Hier oben dran. Und ich würde tatsächlich gucken, dass wir diese Form hier in der Ecke bauen und das dann blub hier hinliefern. Beziehungsweise hier in diesem Bereich. Und die andere Form bauen wir hier vorne. So, das heißt, wir nehmen uns wieder unsere Extraktoren. So, einmal dahin mit C den Anker, C den Anker. So, einmal bis nach da. Und ich würde sagen, wir machen das nicht ganz so weit. Und werden hier vorne, tja, was müssen wir denn machen? Wir müssen die im Prinzip cutten. Jetzt muss ich mal gucken, da haben wir 90 und der ist bei 30. Das heißt, wir brauchen wieder drei Stück, ne? Also, ein Schneider bitte. So. Dann müssen wir die rotaten. Und nochmal schneiden, richtig? Genau. So, das gleiche machen wir hier vorne. Das heißt, einmal extrahieren. Einmal rotieren. Blub. Hatte ich das direkt nach dem Einser gesetzt? Ja, hatte ich direkt nach dem Einser gesetzt, ne? Dann werden wir auch hier das Ganze cutten. Rotieren und cutten. So. Dann haben wir den unteren und den oberen fertig. Und müssen jetzt die Teile... Ich würde sagen, wir liefern die einmal dahin. Einmal dahin. Und da brauchen wir jetzt Stapler. Und die sind bei 15. Dann brauchen wir wieder 6 Stück. 3. 6. Wartet mal, die stellen wir mal anders auf. Die sind eigentlich auch schon richtig. 3, 6 von der Größe her. Das heißt, wir können dich da unten ranbringen. Genau, Viereck muss nach unten. Ah, stimmt, das geht nicht, oder? So eine Kreuzung? Na, Merde. Echt jetzt? Dann machen wir es so. Okay, gut. Wartet mal, wir machen mal den hier tatsächlich mal weg. Das soll schon vernünftig sein. Einmal da bitte. Okay, gut. So, dann werden wir mit dir einmal nach oben gehen und die Teile jetzt da anschließen. So, wenn wir das haben, sollten jetzt eigentlich Vierecke rauskommen auf den... Da habe ich einen Fehler gemacht, ne? Ja, das ist kein von unten nach oben Moped. So. Ja, genau so geht's. So, jetzt gucken wir nochmal, ob das funktioniert. Sehen die so ähnlich aus? Ja, ne? Passt. Gut. Also, dann zusammensammeln bitte. Und einmal daran. Perfekt. Also, die haben wir. Dann machen wir uns den Meilenstein hier. Da bin ich am Überlegen, ob wir das irgendwie schaffen, die mit... Ne, wir machen das mit zwei Extraktoren. Ich habe überlegt, ob wir das irgendwie schaffen, das mit einer Linie zu machen. Aber wir machen das lieber mit zwei Extraktoren. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Und werden jetzt hier einmal schneiden. Werden hier einmal schneiden, dass wir dort auch überall rankommen. So. Nein, das ist der falsche. Ja, Merde. Ja, ich bin am falschen. Wir wollen ja hier hinten hin. Einmal kurz gucken.
Ja, das ist der richtige. Gut, dann einmal die Extraktoren bitte. Einmal mit C den Drehpoint. So, ich würde sagen, wir gehen einfach mal ein bisschen weiter nach da. Auch hier Extraktor dran. So, gut, dann machen wir uns viermal, machen wir sechsmal schneiden. 2, 3, 1, 2, 3. Der wird einmal von denen hier versorgt und einmal bitte von denen hier. So, jetzt müssen wir die rotieren. Der Vortex zeigt an, ob du richtige Form geliefert hast. Ja, genau, das weiß ich. Und dann werden wir dann noch einmal cutten, wenn ich dann richtig baue. Was ist denn heute los? So, und jetzt müssen wir die noch richtig zusammensetzen. Hier wird richtig geliefert. Hä? Achso, die waren mal richtig. Und die sind noch falsch. Ja, okay. Ja, ja, ja. Aber die müssten passen, ne? Genau. Darum kümmern wir uns ein anderes Mal. Das sind hier diese Aufgaben, die wir unten hatten. Jetzt machen wir erstmal die beiden und lassen die beiden Produktionsketten hier laufen. Das ist mir erstmal am wichtigsten. So, das heißt, wir sind jetzt hier vorne. Jetzt müssen wir dich eigentlich noch zweimal rotieren, richtig? Wir hatten doch einen 180-Grad-Rotierer. Ah, schade, das geht noch nicht. Das wäre halt auch was. 90 Grad links rotieren. Das würde mir theoretisch auch helfen. So. Wartet mal. Jetzt muss ich mal überlegen. Also, der ist da unten. Den drehen wir nach da und noch einmal. So. Nee, Schmarrn. Schmarrn, Schmarrn, Schmarrn. Das heißt, die können wir abreißen. Das war jetzt Unsinn. Den und den. So, jetzt ist der an der Position und der ist an der Position. Dann können wir jetzt die Stapler nehmen. 6 Stück an der Zahl. Und den hier einmal. Ja, wartet mal, da braucht man noch einen Abstand mehr. Machen uns erstmal das Fließband. So. Dann den Stapler. So. Das ist die Ecke. So, also, das ist der Teil. Und jetzt müssen wir das hier noch einsammeln und da unten dran bringen. Und dann müssten wir die Form jetzt auch haben. Sehr schön. So, Fließband. Und einmal da in den Vortex rein. Gut, dann haben wir den hier, den hier. Jetzt können wir mal die Meilensteine gucken. Das heißt, wir haben den Meilenstein tatsächlich gleich abgeschlossen. Und dann sind wir bei 2 bei den Bauplänen. Da gibt es auch nochmal eine ganze Sache. Die können wir dann auch noch machen. Und jetzt werden wir erstmal schauen, der ist jetzt verkehrt. Können wir hier irgendwas von weiter benutzen? Ja, den könnte man nutzen. Den müssten wir nur einmal abschneiden. Guck mal, da vorne. Das machen wir. So, einmal hier weg bitte. Jetzt müssen wir mal gucken. Wenn wir den hier reinschneiden. Nee, wir müssen den tatsächlich vorher rotieren. Ja, so müsste es gehen, genau. Ja, genau. Wir müssen das Ganze nur ein weiter nach hier setzen, dass wir das einmal rotieren, einmal cutten. So, dann kommt diese Form raus. Genau. Und die setzen wir dann wieder da unten rein. Okay. Den haben wir auch.
So, jetzt bin ich am Überlegen, ob wir von den Dingern noch irgendwas machen können. Denn das ist eine weitere Aufgabe. Das ist die hier. Die gibt 2 Punkte. Ich finde aber die hier auch interessant. Der gibt nämlich 6 Punkte. Also richtig nicht, ne? Pass mal auf, wir reißen den ganzen Kladderadatsch hier mal ab. Das war zu viel. Das hier brauchen wir nicht mehr. Und das brauchen wir auch nicht mehr. So. Jetzt ist die große Frage. Wer bringt am meisten Punkte? Der hier, ne? Das ist dieser, der mit 460. Das sind 2 Halbkreise, die aufeinander stehen. Das heißt, wir könnten uns die hier erstmal rausziehen. So. Nee, das war falsch. Die holen wir uns. Mein Fehler. Mit C rotieren. So, die holen wir uns schon mal raus. So. Ich würde sagen, jetzt bauen wir uns diese Konstruktion hier zweimal. Ah, das ist schon nicht schlecht, ne? Das ist schon schwierig. Wir müssten im Prinzip den gestapelten dann nochmal... abzweigen. Jetzt ist die Frage, wenn wir hier einen Abzweig machen, fährt er gleichmäßig? Ja. Er schiebt das gleichmäßig raus. Okay, also das funktioniert. Das heißt, wir könnten... Ein Formziel ist abgeschlossen. Ja, die nächste ist in Produktion. Wir könnten einmal hier oben, wir machen das mal an der Stelle, einmal einen Cutter. So, dann haben wir das Ding. Dann rotieren wir. Nee, wir werden... Entschuldigt bitte. Wir werden nochmal rotieren. Und nochmal schneiden. So, dann haben wir den. Und die Konstruktion werden wir hier auch nochmal machen. So, schneiden, rotieren, schneiden. So, die Formvorschau zeigt das Ergebnis noch bevor du sie sehen kannst. Genau, das sieht man hier vorne an der Stelle. So, das heißt, jetzt können wir die bitte einmal stapeln. Ich hoffe, das reicht. Na, klappt das so? Oh ja, das geht. Sehr schön. Das heißt, einmal in... die Richtung stapeln, bitte. Und einmal... in die Richtung stapeln, bitte. So, dann haben wir das Ganze hier... So, gut. Jetzt nehmen wir uns ein Förderband, das einmal nach da geht und einmal nach da geht. Da kriegen wir dann 2 Stück raus. So, hier vorne werden wir rotieren. Und nochmal rotieren. Und dann ziehen wir uns das Förderband da auch noch mit dran. So. Und dann haben wir einen, der an der Stelle sitzt und einen, der an der Stelle sitzt. Dann machen wir jetzt wieder 6 Stapler hin. Das wird zu knapp. So. Stapler. Sechs, so. Dann einmal die Stapler damit versorgen. Und auf der Ebene versorgen wir die Stapler damit. So, und jetzt sollten wir
diese Form hier rausbekommen. Und die können wir dann... einmal da reinliefern. So müsste es funktionieren. Okay, gut. So, die Aufgabe, da sind wir dran. Dann haben wir die nächste Aufgabe abgeschlossen. Zack, zwei weitere Punkte. Sehr schön. Wie bitte soll das denn funktionieren? Okay. Da muss also im Prinzip nur noch einmal so ein Ding obendrauf, ne? Auf den hier. Na gut, das müsste ja machbar sein, wenn wir von hier noch einen holen. Dann müssten wir hier vorne rangehen zum Wegschieben mit dem hier. Was? Moment, was? Wie? Ah, verdammt. Ich hab's falsch gemacht. Ihr müsst doch dahin. Na, Schmarrn. Moment. Stopp, stopp, stopp. Stopp, 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 stopp. Du sollst dahin und du gehst dahin. So, jetzt haben wir's doch. Wir wollen schon richtige Formen bauen, ja. Okay. So, dann haben wir also... das Teil hier und ich bin echt am überlegen, ob wir einfach uns hier noch einen rausziehen. Einmal mit C die Anker setzen. Und dann das Teil nehmen und dann dort einfach mal ganz stumpf mit dem Stapler. Bupp, 6 Stück. Einfach die Dinger rein. So, das müsste so passen. Und dann setzen wir dort von oben. Können wir mal gleich dort ein bisschen was abreißen. Einfach so ein Ding oben drauf. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. So, jetzt schauen wir mal. Sieht das ungefähr so aus? Ja, ne? Ich würde sagen, dass das passt. So, einmal einen Ankerpunkt setzen und da rein. Gut, dann haben wir das hier. Jawohl, Meilenstein! Sehr schön. Priorisiere vorerst Meilensteine. Wir empfehlen, Meilensteinform erst einmal zu priorisieren und die Nebenaufgaben zu erledigen, wenn sie geliefert sind. Ja, das ist klar. Also ja, natürlich. Das machen wir. Neuer Inhalt sind Baupläne. Dann können wir endlich kopieren. Und dann gibt es die Weltraumplattformen. Und wenn ihr das noch sehen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Wir machen auf jeden Fall noch die Baupläne jetzt fertig in dieser Folge. Und bei den Weltraumplattformen schreibt es, wie gesagt, gerne in die Kommentare, ob ihr das noch sehen wollt. Dann machen wir noch weiter. Ansonsten werde ich jetzt am Ende dieser Folge noch ein kurzes Fazit ziehen dazu, zu dem Spiel. Aber das gucken wir uns gleich an. So, wähle einen Bereich mit Umschalt und Dingens aus. Das hat man schon mal gesehen, ne? Das hatte ich schon des Öfteren mal versucht. Dann können wir das kopieren und einfach irgendwo hinsetzen. Das ist sehr passend. Soll ich das jetzt einfach mal machen? Komm, wir machen das einfach mal. Bup, bup. Passt. Dann haben wir unseren Bauplan. Ja. Okay. So, was sollen wir denn bauen? Ei, oh meine Güte, ey. Ja, also einfacher wird's nicht, ne? Das ist, glaube ich, ganz klar. So. Ja, das ist natürlich jetzt knifflig, ne? Das Ding ist echt knifflig. Wir müssten im Prinzip... also erstmal überlegen wir uns, welche Teile hier... so, Bob, das machen wir erstmal... das machen wir erstmal alles weg. Obwohl... nee, ist ja Schmarrn. Wir können ab hier... können wir das noch benutzen. Das ist Quatsch. So, das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. So. Den Teil hier will ich eigentlich auch hier unten haben.
So. Das machen wir dahin. Den Teil hier werden wir kopieren. Einmal rotieren. Und werden uns bitte das dahin setzen. Das möchte ich gerne hier an der Stelle bauen. Dann kommt das Förderband weg. Und dann kommen hier Extraktoren drauf. Blub. Einmal rotieren. Nein. Einer dahin bitte. So, einmal nach da. So nicht. Du hast schon deinen eigenen Weg nach oben. Einmal an die hier. Und einmal an die. So, dann haben wir alle Ausgangspunkte, die wir brauchen. Jetzt brauchen wir noch... Jetzt brauchen wir zwei innere Stapler, zwei äußere Stapler und ein Finalstapelstapler. Wir stapeln einmal, tja, wie machen wir das am besten? Es ist im Prinzip ist es fast egal, ne? Wir müssen auf jeden Fall einen Rotierer noch davor schalten. Dann nehmen wir uns die Bänder hier. So, und lassen das einmal rotieren. Den können wir eventuell... Prinzip ist es egal. Aber wir können halt nur... Wir haben halt nur einen Doppelstapler, ne? Das ist halt das Problem. Dann lassen wir das einmal nach links rotieren und schließen das da an. So. Dann haben wir die Ecke. Oder nehmen wir dann doch lieber den hier. Und dann setzen wir noch einen da dran. Ja, ich denke, so ist es am besten. So, dann haben wir... Im Prinzip ist es ja egal, wie wir es machen. Dann hätten wir die untere Kante. Jetzt die Stapler bitte. So, die gehen direkt einmal dahin. Ihr kommt nach oben. Einmal nach da. Zack. Und einmal dahin. So, dann hätte man den ersten Teil fertig. Genau. So, dann führen wir hier. Jetzt muss ich mal überlegen. Wir können natürlich mit Brücken arbeiten. Das wäre natürlich unschön und ungewollt. Aber ich glaube, in der Konstruktion, wie wir es gemacht haben, wir könnten uns eventuell ein Förderband von hier holen. Aber jetzt haben wir das Ganze schon so gebaut. Pass mal auf, wir werden die nächste Staplerreihe hier schon mal aufbauen. Und den hier unten schon mal hinführen. So. Und dann die Teile schon mal bis kurz davor führen, dass wir wissen, was wir dort machen müssen. So, das heißt, wir gehen einmal mit dir nach da. Blub. Und dann mit dir wieder nach da. Blub. Dann haben wir dieses Teil. Okay. So, jetzt wäre es gut, wenn wir die so rotieren. Das heißt, dich müssten wir einmal nach da rotieren. Gucken, ob das funktioniert. Nee, war der falsche. Wir müssten den nehmen, ne? Doch, der ist richtig. Der ist richtig. So, der ist an der Position schon ganz gut so. Dann werden wir hier 6 Stapler nehmen. Ja, das funktioniert nicht. Da brauchen wir eine Entfernung mehr.
Die daran. Die... Ja, ja, alles gut. Du gehst bitte nach da und einmal nach da. So, jetzt müssten hier die Teile rauskommen. Und jetzt gucken wir mal. Viertel-Halbkreis-Dreieck-Moped da an der Stelle. Viertel-Halbkreis-Dreieck-Moped an der Stelle. Und wenn wir das zusammenbauen, müssten wir so ziemlich genau die Konstellation dort haben. So, der muss jetzt noch nach oben irgendwie gebracht werden. Ja, also niemand hat gesagt, dass es hier langweilig wird. Ah, so einfach ist das. Easy. Ja, wir könnten hier tatsächlich das Ding noch ein zurückziehen. Dann hätten wir eine relativ kompakte Bauweise. Also, sollen wir mal gucken. Passt das? Ich würde sagen, das passt, ne? Einmal da rein, Leute. Gucken wir mal. Jawohl, sehr schön. Und den haben wir auch fertig mit 2 Punkten. Wunderbar, wunderbar. So, jetzt müssen wir das Ding noch einmal cutten. Ist das so kompliziert? Der wird geliefert. Was soll denn, wenn ich, was soll denn jetzt daran noch kompliziert? Moment, 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 Moment. Das ist doch nur das Ding jetzt hier einmal da gecuttet. Verstehe nicht, was soll denn daran jetzt so kompliziert sein? Wir gucken gleich mal, ob ich mich da eventuell täusche. Aber wenn ich jetzt hier so einen Schneider nehme, der schneidet das... Das müsste doch sogar passen, oder nicht? Da bin ich mal gespannt. Das müsste doch passen. Das ist doch genau das, was wir da haben. Ja. Passt. Das müsste gehen. Wunderbar. So, jetzt können wir schon mal gucken, was danach kommt. Wir haben danach... die Dinger... Hatten wir die nicht schon? Das ist da, ne? Die können wir einfach umgestalten. Ah, grrr. Die können wir hoffentlich weiterverwenden. Können wir die auf den Kopf drehen und dann einmal in der Mitte durchschneiden? Das wäre cool, ne? Und die müssen dann... Was zum Henker ist das denn? Die müssen dann darauf... Das Ding muss dann auf einem Viereck drauf und das Teil muss dann darauf. Okay. Dann können wir doch eigentlich schon mal schauen, dass wir das Ding hier konstruieren. Dass wir diese abgeschnittenen Dreiecke... Aber hatten wir die nicht schon irgendwo? Pass mal auf, das machen wir hier. Wir können doch einfach diese Stapelomatik wegnehmen. Und die nicht doppelt stapeln. Und dann einfach aufeinander legen. Dann haben wir es doch schon hier. Dann haben wir das Ding doch schon. Das nutzen wir hier einfach weiter. Ja, wenn die Aufgabe durchgelaufen ist, dann kümmern wir uns direkt um das Teil. So, jetzt können wir gleich mal in den nächsten Meilenstein gucken. Das heißt, der, easy, kriegen wir hin. So, das hier unten ist ein Viereck. Da heißt es also, da müssen wir ein Viereck nehmen. Und, also ein 444. Und diese Form oben drauf stapeln. Das können wir auch schon mal vorbereiten. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier haben wir dann noch Vierecke. Ja, das sieht doch gut aus. Dann machen wir doch hier schon mal eine Reihe Stapler. Das müsste hier auch so funktionieren. Da haben wir doch sogar noch Vierecke, die ankommen. So, einmal hoch. Das lassen wir gleich oben. Und nein. Nein, 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 nein. Vierecke sind unten. Vorsicht, Nerd. Vorsicht, Vorsicht, kein Mist bauen. Einmal wieder runter, genau. Einmal nach da und einmal daran. So, dann stapeln wir hier schon mal die Vierecke. Und jetzt müssen wir mal gucken. Das ist Viereck, Dreieck im Kreis angeordnet. Viereck, Dreieck, Viereck, das ist doch das Gleiche. Das kommt doch einfach oben drauf. Aber 640 sind das, ne? Und davon brauchen wir 960... Alto Belli. Okay. Wie viel kommen denn hier jetzt eigentlich raus in der Produktionskette? Das ist doch eigentlich, warte mal, hier haben wir doch die Geschwindigkeit im Original. Also das passt doch eigentlich, was wir hier gebaut haben, oder sehe ich das falsch?
Wir haben zwei Ketten, die schneiden wir auseinander. Dann positionieren wir das neu. Das müsste eigentlich von der Geschwindigkeit her passen. Weil wir die Geschwindigkeit ja, dadurch, dass wir die cutten, halbieren wir die ja. Und dann sind wir bei der Geschwindigkeit von einem Band. Deswegen nehmen wir hier ja zwei Bänder. Ja. Das müsste passen. Gut, dann warten wir, bis das Ding abgeschlossen ist. Und dann packen wir die hier oben drauf, an den hier. Und dann haben wir es doch, ne? Wir können mal schauen, ob wir... Das kostet alle 7 Punkte. Mülleimer. Kann auch zu Dekorationszwecken benutzt werden. Ein Schriftzug. Schriftzug wäre schon cool, ne? Ich hätte halt gern diesen 180 Grad, eine dritte Ebene. 50. Eieieiei. Heute die Operator-Zertifizierung. Das machen wir, Leute. So, einmal den hier. Sehr gut. So, den müssen wir wieder abbauen. Den müssen wir wieder abbauen, denn dich brauchen wir gleich für Meilenstein für den hier. So, das heißt, den können wir schon mal produzieren. Da müssen wir 320 liefern. Das heißt, wir werden einmal an der Stelle, wir machen den mal komplett weg. Bob. So. Jetzt haben wir nämlich an der Stelle rotierte Teile. Jetzt machen wir mal den hier weg. Ich will mal sehen, was passiert. Ah, okay. Nee, war Quatsch. Okay, war Schmarrn. Zack. So. Jetzt müssten wir den nochmal drehen, ne? Das können wir ja hier an der Stelle machen. Bup. Bup. So. Die kommen an Stapler ran. So müsste das eigentlich gehen, oder? Ah, das ist echt ärgerlich, dass das nicht funktioniert. Da muss ich immer einen Platz mehr lassen. Aber egal, ist nicht schlimm. So. Und den machen wir mit E nach oben. Und bringen das gleich daran. Dann haben wir die Form auch schon fertig. Und können das auch schon anschließen. Dann hätten wir quasi den Meilensteinpunkt schon erledigt. Genau. So, das heißt, jawohl, jetzt sind wir soweit durch. Das bedeutet, dich klemmen wir ab. Dich klemmen wir ab. Das haben wir schon alles vorbereitet. Du gehst einmal nach da. Einmal rotieren. E nach oben. Und daran. Bumm. Mit C einfach kopieren, ne? Okay, alles klar. So, jetzt gucken wir mal, ob hier das Richtige rauskommt. Das sieht doch gut aus. Wir liefern das gleich mal an. Zack. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Das sieht doch genauso aus, wie es sein soll, oder? Mega. Hahaha! Sehr gut. So, Formverarbeitung. Perfekto. Und das haben wir auch schon vorbereitet. Das heißt, das hier können wir auch einmal daran liefern. Und dann haben wir die Aufgabe auch schon erledigt. Perfekt. So, sehr schön. Dann können wir uns noch um die hier kümmern, um diese angeheftete Aufgabe. Meilenstein recyceln. Welche haben wir denn noch? Die hier, ne? Pyramide. Das machen wir nicht mehr. Die würde ich gerne noch machen. Ist die Frage, ob wir da irgendwas... Ach so, das sind Viereck-Viereck-Teile. Das heißt, die ganze gesamte Konstruktion... Okay, das ist jetzt für das Endspiel. Das heißt, wir hätten hier... Das ist Viereck-Viereck gestapelt und ein Halbkreis an der Seite. So, das können wir einmal komplett wegmachen hier. So, weg damit. Das brauchen wir nicht mehr. So. Tja, ist die Frage. Wie machen wir das am besten? Ich würde tatsächlich sagen, wir nehmen uns hier zwei Vierecke. Blub. 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 So. Die werden wir...
schneiden. Dann jetzt stapeln, ne? Genau. Und jetzt müsste das Stapeln zum Stapeln sein. So. Und dann kriegen wir schon mal die Form von der Seite dort raus. Okay. Dann holen wir uns jetzt einen Halbkreis und stapeln das Ding einfach, packen das Ding einfach an die andere Seite. So, einmal den Halbkreis bitte. Mhm. Ist die Frage, wie wir das cutten am besten. Aber ich würde sagen, das Cutten übernehmen wir hier. Da will ich nämlich ihn passend zurecht cutten. Das machen wir hier auf der Ebene. Und wir müssen ihn ja so und so erstmal schneiden. So. Dann haben wir die. Und jetzt müssen wir die doch eigentlich nur noch zweimal drehen, oder nicht? Dann haben wir den auf der Seite. Genau. Und jetzt machen wir Stapler. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nein, Quatsch. Die müssen nach da bitte, um dann da angeschlossen zu werden. So, dann haben wir die eine Seite und jetzt stapeln wir die hier. Einfach oben drüber und dann müssten wir... Passt das? Halbkreis, wir gucken uns die Form nochmal an. Ja, es müsste passen, ne? Ja. Das müsste passen. Und dann können wir euch einmal anliefern. Blub. So. Oh, das nächste Formziel ist abgeschlossen. Sehr schön. Das heißt, das hier können wir gleich mal entfernen. Und in die nächste Produktionskette einbringen. Moment, bevor wir das machen, müssen wir das einmal planen. Das Teil muss jetzt gleich, wir überlegen uns das nochmal, der muss ja im Prinzip jetzt schräg oben drauf. So. Der muss auf die... Der muss auf die viereckigen drauf. Ja, ganz wichtig. Der muss auf die Halbkreise müssen auf die viereckigen obendrauf. Das heißt, wir führen euch blub einmal bis nach da. Werden hier eine Reihe an Staplern hinstellen. So. 3 und 6. Und die können wir schon nach oben bringen und da anschließen. Genau. Also das ist soweit schon mal vorbereitet. Jetzt müssen wir im Prinzip die Form hier hinten hinbringen und dann werden wir, also wir werden das mit ein bisschen Abstand machen und dann drehen wir uns die so hin, dass das einfach, dass das passt. Ja. Und wir haben hier noch ein paar übrig, wir haben da noch ein paar übrig, wir haben nicht mehr, mehr haben wir nicht zu tun. Ich mache einen Break, wir sind wieder da, wenn wir die Aufgaben erfüllt haben. So, wir sind noch nicht fertig, aber ich habe mich nochmal gerade entschlossen, hier die Fließbänder und das Schneiden zu optimieren und das auf eine höhere Geschwindigkeit zu machen. Wir werden jetzt nochmal gemeinsam ganz kurz tatsächlich diese Dinger hier ausbauen und ihn hier nochmal um 3 Stapler erweitern. Dann haben wir hier nämlich die Originalgeschwindigkeit und können das Ganze hier ein bisschen ausführlicher machen und dann geht das ein bisschen fixer hier. Ja. Wir brauchen halt im Prinzip hier vorne mehr Stapler. Ne? Wir werden auch einmal die ganze Ecke hier. Die werden uns mal ausschneiden sogar. Und einen nach vorne setzen. So. Und dann wollen wir hier nochmal 1, 2, 3 dran setzen. Der kommt quasi... Na, das war ja Schmarrn.
dann geht das alles ein bisschen fixer. Ja, ich hoffe mal, dass ich das jetzt ohne größere Abrissarbeiten hier hinkriege. So, der dahin. Bam, 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 bam. Der war, glaube ich, da dran, ne? Der daran. Und der muss, glaube ich, daran. War das so? So war das, ne? Mhm. Genau. Und da brauchen wir auch noch drei Stapler. Jetzt müssen wir mal gucken, in welche Richtung wir die bauen. Können wir da einmal abreißen. Da einmal abreißen. Dann werden wir blub, 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 dort noch drei Stapler bauen. Und das dort einmal mit anschließen. Und die Ebene auch nochmal. So, dann geht das hier nämlich alles noch ein bisschen schneller. Dann haben wir nochmal 50% Geschwindigkeit mehr. Wir haben ja nochmal 2 Punkte. Wir könnten uns jetzt noch um den kümmern. Das machen wir tatsächlich. Oder machen wir das jetzt noch? Ah, komm, wir machen das noch. Wir haben ja Zeit. Wir können das ja nebenbei noch versuchen aufzubauen. Wir müssen ja am Ende noch die 960 hier produzieren. Und wenn wir den hier hinkriegen, obwohl wir sind eigentlich bei einer relativ hohen Geschwindigkeit, ne? Ja, wir könnten jetzt diese ganze Konstruktion duplizieren und das quasi hinten nochmal aufbauen und damit die Geschwindigkeit verdoppeln. Aber das ersparen wir uns gleich. Ich mache dann Schnitt und dann sind wir einfach fertig mit der nächsten Form. Aber hier geht es jetzt schon mal in einer vernünftigen Geschwindigkeit. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. So, hier haben wir noch ein Problem, Leute. Schau einer, guck. Da haben wir noch einen Bottleneck. Ja. Da brauche ich auch. Oh, 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 lo, 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 lo. Pass mal auf. Kriegen wir das irgendwie hin? Wartet mal. Wir können doch von da schon mal nach oben springen hier, ne? Das ist ja kein Problem. So. Dann können wir. Oh, das wird jetzt. Das wird in der Tat jetzt ein bisschen kompliziert. 1, 2, 3. Einmal dahin. Das geht. Das Bottleneck habe ich vergessen. Und den bringen wir nach da. Dann haben wir da auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 mal 15 sind summa summarum knappe 120. Und damit müssten wir jetzt die richtige Geschwindigkeit haben. Genau, wenn wir umbauen, dann bauen wir auch alles um. So. Okay, die müssen wir natürlich auch noch abholen, klar. Das wäre auch noch schön. Haben wir die hier auch alle abgeholt? Können wir das damit reinbringen? Ja, das geht. Sehr schön. Gut, wunderbar. Also, dann haben wir alles umgebaut auf die höhere Geschwindigkeit. Das ist sehr gut. Dann machen wir den noch fertig. Das sind nur noch ein paar. Und können uns schon mal überlegen, ob wir hier... Jetzt müssen wir mal gucken, was ist denn das für eine Form hier? Also quasi Halbkreis und Doppelmoped gedingst. Pass mal auf, da müssen wir hier mal... Da müssen wir tatsächlich hier alles wegmachen. Dann machen wir... Das machen wir komplett weg. Die ganze Sache hier. Das müssen wir dann einmal komplett neu machen. So, aber jetzt sind wir an der Stelle. Und das müsste jetzt eigentlich da weg. So. Da weg. So wird es natürlich hier unten ein bisschen eng. Aber das kriegen wir hin. So, einmal nach dort. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir das einmal passend anliefern. Jetzt machen wir uns mal einen Testlauf. Was würde passieren, wenn wir das da hinbringen? Dann ist der Halbkreis oben auf dem Viereck. Wollen wir das so haben? Ja, wollen wir. Mega. Genau so wollen wir das. Perfekt. So, dann müssen wir natürlich das Ding auch nochmal erweitern. Um 3 Teile. Ja. Lass mich doch jetzt... Ich weiß doch, was ich machen will. Den müssen wir... einmal dahin führen. Und der kommt einmal daran.
Wir bringen das, wir führen das einfach dahin. Und das muss nach da. So, jetzt sind wir mal gespannt, ob da das Richtige rauskommt. Das müsste passen, oder? Ich hoffe es mal. Wir gucken. Ja, es geht. Sehr schön. Meilenstein 3 ist gleich abgeschlossen. Und damit ist meine Operator-Zertifizierung in großer Reichweite. Ich kann jetzt, ich werde das in meine Bewerbung reinschreiben. Kein Witz, ich werde das mal versuchen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich meine Bewerbung schreiben soll, in der ich reinschreibe, Operator-Zertifizierung bei Shapes 2 erfolgreich abgeschlossen. Dann mache ich das. Versprochen. Ich erzähle euch dann sogar in einem Livestream mal vom Ergebnis. So, diese lange Kurve hier hinten. Das machen wir mal weg hier. Das ist mir... Das machen wir mal direkt so. Das muss jetzt nicht sein. Das ist echt Verschwendung hier. Spaghetti-Code und so, ne? So. Jetzt gucken wir uns nochmal an, ob wir den noch bauen können. Wir müssen ja im Prinzip diese Form einfach nur zweimal dann stapeln, ne? Oder die zweimal bauen. Wir müssen ja eigentlich nur eigentlich. Passt mal auf. Da und da. Wir müssen die ja eigentlich nur halbieren. Diese Form. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. So. Schneiden wir die schon mal. Wir brauchen hier in dem Level hoffentlich nicht noch mehr. Ansonsten bauen wir es um. Das ist natürlich doof. Ich habe es genau für den Eingang gebaut. Ist jetzt egal. So. Okay, das gleiche machen wir jetzt hier. Weil wir führen das zumindest mal ein bisschen weiter nach da. So. Dann machen wir hier einen Schneider hin. Und da einen Schneider hin. So, dann haben wir unsere Halbkreise. So. Jetzt machen wir uns Stapler. Jetzt brauchen wir 9 Stück von den Dingern, ne? Wir können uns einen inneren und einen äußeren Stapelkern machen. Einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wieder Witzka. So, den einmal daran. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen den vorher rotieren. Zweimal. Und dann müssten wir theoretisch die erste Form dafür schon haben. So. Das ist im Prinzip die erste Form, ne? Jetzt gucken wir mal. Ah, das hat nicht funktioniert. Okay. Mich schon gewundert. So. Halbes Viereck mit halbem Dreieck angeschlossen. Ja. Passt. So. Diese Konstruktion machen wir jetzt für den äußeren Kern auch nochmal. Kopieren wir uns diese Reihe jetzt einfach mal und setzen die... Boah, keine Ahnung. Setzen die dahin. Wir rotieren in dem Fall die Halbkreise. Das können wir vorher machen. So. Das ist der Teil. Jetzt holen wir uns die Halbkreise hier ran. Damit lassen wir uns ein bisschen Platz. Wir wollen ja hier noch mit ran. So. Die müssen wir jetzt einmal rotieren. Das heißt, dahin. So müsste das eigentlich passen, ne?
Dann haben wir hier zweimal diese Form. Okay, und die müssen wir jetzt nochmal stapeln. Das gucken wir, dass wir das hier machen. So, nochmal eine Reihe Stapler bitte. Einmal. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die Form. Da haben wir Viereck. Wir müssten den im Prinzip noch zweimal drehen hier. Dann haben wir Viereck, Viereck auf der rechten Seite, links Dreieck, Dreieck. Viereck, Viereck, Dreieck, Dreieck, genau. So, und den führen wir jetzt einfach direkt nach oben. Und an die Kette ran. Aber man hätte den noch ein bisschen weiter nach hinten setzen können. Und den hier, das hätte man noch ein bisschen kompakter bauen können. So, jetzt gucken wir mal. Das müsste eigentlich das Richtige sein, was da rauskommt. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, ey. Das funktioniert. Ich meine, die Punkte hier hätte ich schon gerne, ne? Also, das ist halt schon cool. Wir können ja mal gucken, was wir hier kriegen. Bei den Aufgaben sind 6 Punkte. Dann können wir uns die doppelte Stapelgeschwindigkeit auch holen. Mit den 6 Punkten. Dann wären wir hier bei der... Bei dem Teil durch, bei dem sind wir durch, Nummer 2. Und dann hätten wir die Möglichkeit, die Stapelgeschwindigkeit auch noch zu erhöhen. Dann wird das alles ein bisschen, jawoll, ha, Leute, es funktioniert, sehr schön. Und ich mache wieder einen kleinen Break, wir sehen uns, wenn wir fertig sind. So, wir sind ganz kurz davor, unser Ziel zu erreichen. 2, 1... Ja, der Meilenstein ist abgeschlossen und damit haben wir die Weltraumplattformen. Ja, das müsste jetzt theoretisch auch meine, öffne das Meilenstein-Menü, um deine Operator-Zertifizierung abzuholen. Genau, die will ich haben. Da. Ist sie das? Fabrik normal, auswählen. Nee, ich will meine Operator-Zertifizierung haben. Wo ist sie? Ja, wir gucken uns erstmal den an. Pass mal auf, wir machen erstmal das. Schalten uns das Stapelung, die Stapelung frei und hätten sogar noch die Vortex-Eingänge, die wir auf 6 erhöhen können. Ha! So, dann haben wir gleich alles ausgegeben hier. Wunderbar. Dann haben wir ja alles, ne? Dann haben wir hier noch ein paar mehr Eingänge. Du kannst Formen verschiedene Ebenen in Vortex liefern. Wenn du das nicht gemacht hast, kannst du weitere Vortex-Eingänge freischalten. Das haben wir gemacht. So, jetzt hätte ich gerne diese Operator-Zertifizierung. Wo ist sie denn? Nach Abschluss wirst du mit deiner Operator-Zertifizierung belohnt. Als stolzer Besitzer der Zertifizierung kannst du jetzt eine echte Fabrik abarbeiten und ein paar Formen verdienen. Dem Fortschritt wird übertragen, einschließlich der Gebäude und freigeschalteter Upgrades. Okay, das heißt, muss ich da jetzt draufklicken auf das Normal? Ja, ne? Andere Knöpfe jibbelt hier nicht mehr. Dann machen wir das. Warte mal. Tja, ich hab noch mal geschaut. Da vermisse ich jetzt tatsächlich, da muss ich jetzt eine ganz kleine Kritik üben. Da würde ich jetzt wirklich, hier steht, öffne das Meilenstein-Menü, mit deiner Operator-Zertifizierung abzuholen. Wo mache ich das? Ich bin ja im Meilenstein-Menü und hier steht, nach Abschluss wirst du mit der Operator-Zertifizierung belohnt. Als stolzer Besitzer des Zertifikats kannst du einer echten Fabrik aussehen. Ich denke mal, dein Fortschritt wird übertragen, einschließlich der Gebäude des freigeschalteten Upgrades. Wir machen das mal auf normal. Dein gesamter Fortschritt Fabrik übertragen. Ja, machen das jetzt. So, bin ich jetzt erfolgreicher Operator? Das wäre natürlich toll. Aber wir machen hier an der Stelle nicht weiter. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann können wir gerne gucken, dass wir uns hiermit beschäftigen, mit den Weltraumplattformen und so weiter. Ihr seht, das wird irgendwann maximal komplifiziert. Und groß, was wir hier noch alles machen können, ja. Das ist ja nicht nur der Angang. Wir haben hier oben noch Plattformen, die wir benutzen können. Eine maximale Anzahl. Wir haben hier zum Beispiel, ihr seht, Fundamente, die wir noch bauen können. Wir sehen hier Doppelfundamente, die wir bauen können. Wir sehen hier die entsprechenden Formgräber. Wir sehen hier so riesige Weltraumfließbänder, die wir dann machen können, um Dinge von A nach B zu liefern und so weiter und so fort. Was bleibt mir?
Was bleibt mir anschließend zu sagen zu diesem Game? Ja, was soll ich sagen? Ich liebe Puzzle. Ja, das ist wahrscheinlich schon mittlerweile allgemein bekannt. Und das ist ein Game, das ist ein Spiel, ich könnte stundenlang so ein Game spielen, ganz ungelogen, und hier einfach nur mit euch gemeinsam diese Dinger zusammenpuzzeln. Ich finde das mega, mega cool, dieses Spiel. Aber ich glaube tatsächlich, dass es auch etwas ist, was wir sehr gut in einem Livestream spielen könnten, weil einfach die Interaktionsmöglichkeiten da größer sind. Ansonsten ist es echt, also gerade für so Bauenthusiasten mit Optimierungspotenzial. Alleine wenn ich das hier sehe, da gibt es so viele Möglichkeiten, das schon jetzt zu optimieren. Auch hier vorne und was da noch alles zukommt, ja. Wir können ja mal spaßeshalber diese Meilensteine reingucken. Da brauchen wir dann blaue und rote, hier brauchen wir dann grüne. Und guckt einmal, was da für komische Konstruktionen hinkommen, ja. Und hier vorne kommen dann Farben, die wir machen können, und Stiftdrücker, und hier haben wir dann Schienen, die wir bauen können. Da, wir haben Lokomotiven, die wir bauen können, hier drinnen. Wir haben Flüssigkeiten, die wir platzieren müssen. Es ist nicht so, dass es bei den ganz einfachen Fließbändern bleibt, ja. Das wird riesig kompliziert, das ganze System. Und hier vorne müssten wir zum Beispiel die Dinger hier farmen. Ich weiß gar nicht, ob wir da, kann man da wahrscheinlich so ein Ding hier draufsetzen. Und dann führen wir uns das irgendwo hin und werden die dann verarbeiten. Wir machen das einfach mal, komm. Wir machen das jetzt einfach mal. Buff. Und dann haben wir, ist das cool. Und dann haben wir die Fließbänder. Und ich vermute, dass diese Fließbänder hier diese Fluppdi-Schwubbels sind, die wir da vorne schon haben, ne? Genau. So, und dann, ich will das einfach mal sehen, ob das funktioniert. Blub. Und blub. So, schmeißen wir das da mal rauf. Jetzt bin ich mal gespannt. Und dann können wir die abholen und können damit machen, was wir wollen. Und die dann hier vorproduzieren. Wir haben dann hier Elemente, wo wir sagen könnten, wir bauen dann hier unsere Sachen. Und wir müssen auch vor allen Dingen darauf achten, dass wir nicht zu viele Formen platzieren. Hier unten gibt es dann die Flüssigkeiten, Farben mischen und so weiter. Hier seht ihr noch andere Formen, die wir haben. Wir haben dann hier noch ganze andere Bereiche. Ich vermute, das sind hinterher die Farben, die wir uns holen können. Hier hinten zum Beispiel gibt es noch ganz andere Bereiche, die haben wir noch gar nicht freigeschaltet. Seht, das ist riesengroß hier. Ja, und es ist also wirklich, ich bin echt schier begeistert. Also ich sage das ganz ehrlich, ich finde das mega cool. Vor allen Dingen, dass wir das System uns dann so zusammensetzen, wie wir können. Und das macht so Spaß. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten, das Spiel gibt es gerade bei Steam. Und ich bin wirklich begeistert. Ich war selten von so einer Fabriksimulation so begeistert wie hier. Aber es ist wirklich nur einfach ganz entspanntes Bauen, gucken, überlegen, puzzeln, eine riesige Fabrik aufbauen. Macht mega viel Spaß. Shapes 2, guckt es euch an, es freut mich. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wenn es euch gefällt, mein Content, dann schaut gerne auch mal auf Patreon vorbei. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Nerd.